So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mic Test. Muss Mic Test auch mal wieder starten hier. So, seit der letzten Aufnahme sind nämlich schon wieder 2 Stunden vergangen. So, einmal Vollbild. Aha. Hüschen. Cool. Kopfhörer haben ganz schönes Delay. Ach, ich liebe Bluetooth. So. Wir haben ein bisschen Zuwachs an Pflanzen bekommen. Gut, hier jetzt nicht so viel. Hier auch nicht wirklich. Aber da hinten. Gut, vielleicht ich nehme mal die Dinger hier mal ab. Und dann. Oh, schau mal. Also, mittlerweile haben wir auch ein bisschen Weiß. Das ist sehr gut. Gut. Wir wollten den Baum weiter verdröschen. Komm her, blöder Apfel. Oh ja. Oh, na verdammt. Oh ja. Ach, verdammt. Ich schaff das. Keine Angst, oder? Oh, leg mich doch am Arsch. Sollte vielleicht mal was essen. Oh, ein paar Äpfel tun es auch. Drecksapfel. Ja. Danke. Alter. Okay. Aber dann geht's da tief runter.
Aber schon mal ganz so Holz weg. Für den Rosatil da. Bin ich drauf und dran, mir einfach ein bisschen Erde zu holen. Um die Stege lang zu bauen. Mit dem Kopf ist echt Katastrophe. Aber es geht doch so. Ist ja gut. So. Ah, soll es gewesen sein. Na gut, da oben fehlt auch noch was, aber das ist egal. Das wird genug von meinen Feldern. Jetzt habe ich zumindest mal diesen Baum weg. Gleich viel mehr landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Sehr gut. Ah, und in der Zeit ist sogar alles gewachsen. Sehr praktisch. Können wir direkt nochmal eine Tour durchmachen hier? Ja? So viele Blätter. Ne, ist nicht schneller. Manchmal geht hier mit schneller. Oh. Okay, also ich glaube mal, diese Schere ist mein neues Lieblingswerkzeug. Das geht ja hier ratzfatz. Schade. Tada! Wow. Das ging mal sehr schnell. Na gut. Guck mal, diesmal kriegen wir das Feld fast komplett voll mit Baumwolle. Sollte das ja fast mittlerweile fast reichen, gell? Also ich meine, es ist ja schon ordentlich hier, was wir mittlerweile an Baumwolle haben. Wenn ich das richtig sehe, haben wir 2,5 Stacks Baumwolle. Eine Idee, doppelt 1,5 Stacks. Oh ja, gut, immerhin. Für ein, zwei große Rucksäcke tut es auf jeden Fall reichen. Tja, die pflanzen sich leider auch nicht fort. Ich glaube, hier muss ich auch erstmal diverses Gras abschlagen. Aus. So. Und die andere Pflanze senden.
Das sollte doch passen. Ja, sieht gut aus. Okidoki. Ah, hier ist auch endlich mal was getan. Oh, und hier hast du auch eine Menge getan. Mhm. Nice. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Geht so. Du kannst erstmal rein, du kannst rein. Die ganzen Blätter können ja auch erstmal rein. Muss ich später dann wahrscheinlich nochmal eine neue Kiste bauen. So, Wolle kommt auch erstmal weg. Oh, du bist hier aber falsch. So, du kannst doch mit rein. Gut, das kann erstmal so bleiben. Das heißt, warum haben wir hiervon nur 10? Achso, ja, okay. Wir haben hier noch massig Stuff. Genau, Hafersamen haben wir also mehr als genug. Weizen mittlerweile auch. Also müssen wir nach wie vor primär bloß auf die Bälle konzentrieren. Gut. Schon mal das. Ich glaube, ich habe immer noch eine zweite Kiste. Oh, wir haben sogar noch normale Truhen. Lol. Überall haben wir so viel abgeschlossene Kisten. Ha. Okay. Naja. So, dann packe ich mich hier noch eine hin. Dann teile ich das Ganze nämlich ein bisschen auf. Alles, was so anbautechnisch ist, packen wir dann nämlich tatsächlich eins rüber, also hier rein. Da kommt dann zum Beispiel der ganze Kladderadatsch hier rein. Der ganze Kladderadatsch. So. Die Blumen bringe ich gleich mal hoch. Hui. So viele schöne Blumen. Endlich wird's was. Bitte da rein. Bitte da rein. Oh, die haben wir noch gar nicht. Lol. Na gut, hier haben wir auch rosa. So. Weißt du was? Wir packen die beide. So mal lieber hin. Passt von der Farbgestaltung hier, ja. So, Farben. Oh, schön. Langsam wird's ja. So, die bunten packen wir mal hier hin. Können wir bald ganz viele von diesen kleinen Blumentöpfen bauen. Und dann mal schauen, wie sie aussehen werden. Drei Dinger haben wir ja schon. Ich würde einfach mal tatsächlich mal einmal so ein Ding jetzt bauen. Da. Jetzt, wo wir ein bisschen an Überschuss haben. Und dann mal gucken, wie die Dinge aussehen. Den stellen wir mal. Ey, und dann. Oh, danke. Doch, doch. Doch, das sieht gut aus. Das. Das versucht ja nicht mal wie Keramik zu klingen. Tja. Da würde ich fast sagen, können wir die Dinge wieder wegnehmen. Denn die war tatsächlich doch lieber die kleinen.
Also. Tada. Nice. Sehr schön. Du kommst noch rein. Und die kommt direkt daneben. Easy. So. Ah, ja, macht jetzt Brote. Sehr gut. Gut, apropos Brote. Da können wir langsam mal anfangen. Ist jetzt hier drin, ne? Das Ding. Mal ein paar Vollkornbrote zu broten. Da, naja, 55 Stück, 55 Stück kriegen wir hin. Mehr erstmal nicht. Aber gut, was soll's. Ding ist halt so. Also die Welle brauchen wir vorläufig erstmal nicht machen. Da haben wir definitiv mehr als genug davon. Müssen wir jetzt sogar noch welche was drin haben, ne? Nee, doch nicht, okay. Und der gute Stuff kommt da rein. Easy. Hey. Achso. Danke. Gut. Dann haben wir das hier auch schon mal. Dann haben wir diverse Saplings drin. Das hier können wir auch gut gebrauchen. Ich glaube, die Sachen mache ich auch da unten rein. Sakura, Healing Typ. Ah, der besondere Baum. Banana. Ja, die beide funktionieren irgendwie nicht so ganz bei uns. Ich wüsste gerne warum. Brauchen wir da speziellen Boden oder ist einfach das Biom falsch? Dass sie nur in bestimmten Biomen wachsen. Weiteres wäre echt sehr hässlich. So. Dann schauen wir jetzt mal, was wir mit der Wolle so alles anstellen können. Ne? Doch, da haben wir. So, haben wir noch Faden? Scheinbar nicht. Okay. So. Wir brauchen. Wolle, Wolle, Wolle. Wenn wir überlegen, wir brauchen. Ah, ne, halt, genau, wir brauchen jetzt mal Faden. Ach, leck mich. Einfach mal 20. So, jetzt. Da, da, da. Bam. Ach nee, wir brauchen jetzt mal Blöcke. Ah, stimmt ja. 45 Blöcke. Ah, da kriegen wir 42, 24, 48, nicht. 36 kriegen wir hin. 36 müsste auch erstmal reichen. So. Und die müssen wir jetzt verteilen. Ungefähr so. So. Dann haben wir 6 Stück davon. So, und die müssen wir jetzt. Ja, das genau. Brauchen wir mehr Faden oder mehr Wolle? Wir brauchen wahrscheinlich bloß Faden, ne? Ja, wir brauchen bloß Faden. So. Das heißt. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. So, haben wir schon mal 4 normale, also mittlere, halbgroße, wie heißt das Ding? Mittelgroße, ja. Taschen. Und mit der nächsten Wolle haben wir hoffentlich ein bisschen mehr. Wow, haben wir richtig große Leiste. So, und wir haben sogar ein bisschen Faden übrig für das, was da noch kommt. Ach, wir haben noch Wolle. Warum ist die Wolle bei dem Werkzeugkasten drin? Langeweile oder so? I don't know. Oh, wie hell. Sehr schön. Wachset, meine liebe Farm. Sonst lasse ich einfahren. Was? So, hier wollte ich beide auch noch vergrößern.
Stell den mal woanders hin. Steht mir so ein bisschen. Mag den Blumen. So. Bum, dann machen wir noch ein bisschen davon Holz und ne. Dankeschön. So, wo kann man das Ding am dümmsten hinstellen? Glaub mal hier zum Beispiel, ist ein schöner Platz, der sowieso ein bisschen komisch aussieht. Dann klatschen wir das Ding gleich mal hier. Hier sieht es wenigstens aus wie gefolgt. So. Oder mache ich das Ding 4 hoch? Ah, ich glaube, ich mache das Ding 4 hoch. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Haben wir schon mal dreimal Kakao gebracht. Über. Oh, die nächste Pflanze ist gewachsen. Na, wir können bei 3 bleiben. Ha, unsere Pflanzenpopulation wächst langsam. Sehr geil. Halt, du kommst da rein. So. Ey, lass mich durch. Bin Arzt. Du da rein. Du auch da rein. Easy. Oh, wird langsam. So. Das Zeug mache ich lieber hier unten rein. Passt hier thematisch mehr als im Kühlschrank. Wir gucken jetzt mal, was wir jetzt noch so an weiteren Sachen für die Küche bauen können. Zum Beispiel steht uns hier auf jeden Fall noch ein Wasserhahn an. Da brauchen wir auf jeden Fall Eisen für. Wir müssen mal wieder auf eine Eisentour gehen. Langsam geht unser Eisen aus. So, mal wieder Werkzeug im Inventar. So, dann brauchen wir nämlich vor allen Dingen auch erstmal wieder eine Eimer. Und zwar mit Wasser. Wo bin ich hier falsch? Was ist mein Haus? Oh, da. Falsche Richtung gesprungen. Lass mich durch, bin Arzt. Ey, oh Gott, das ist aber blöd hier mit der... Verdammt. So, da und da. Du kommst da, genau, und jetzt kommt das Ding da unten hin und da kommt da und so, genau. Sehr gut. Das Witzige ist, wenn man den hier irgendwo so separat hinstellt, dann kann man das Ding gar nicht anmachen. Nur wenn man das Ding wirklich über so ein Wasserhahn-Ding macht, nur dann kann man es anmachen. Voll witzig. Ui. Na gut. Die grünen Schuhe sind ein bisschen sehr unstylisch. Aber ansonsten geht's. So, das heißt, unser Waschbecken steht auch schon mal. Also hier kommt auf jeden Fall erstmal eine Herdplatte. Da brauchten wir einmal Glas und Heizelemente. Kupfer und Mese. Kupfer und Mese. Da brauchen wir 2 Stück von. Oder nicht? Wir brauchen noch 3, oder? Ja, genau, 3 Stück. So, dann brauchen wir einmal Glas. Cool. So, dann brauchen wir, genau, jetzt brauchen wir nämlich wieder die ganze weiße Farbe. So. So, und wir brauchen ein Schloss. Weiß ich gerade nicht, was? Egal. Ich versuche aus dem Kopf zu machen.
bei dem Menü blicke ich gerade nicht durch. Oh, bloß zweimal. Okay. Wie ist jetzt nämlich die Frage? Wir wissen das, bei Home Decor kann man ja wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt hier blaue Farbe nehme, kann ich doch bestimmt daraus auch einen blauen machen, oder? Ah, nee, okay, das geht nicht. Ah, okay. Da geht es aber nur bei manchen Sachen. Na, schade. Weil manche Sachen, wie zum Beispiel das Sofa, die hier, die kann man, glaube ich, mit ganz vielen Farben einfärben. Das sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber das geht schon mal nur bei den Dingern hier. Naja. So, und jetzt müssen wir das Ding noch einmal absperren. Voila. Noch da, noch da, noch da, weg. So, kannst du eigentlich wieder hier rein? Nein, da rein. Bup. So, haben wir schon mal das Ding. Ach ja, mit dem kommen wir auch. Ah, cool. Da wirst du wohl nicht mehr gebraucht, mein Freund. So. Oh, wir haben jetzt noch zwei Leitern. Oh, und es macht auch keine Geräusche. Interessant. Hat leider auch nur ein Slot. Ah, schade eigentlich. Das Ding hier kann auch weg. Jetzt die Frage, waren die Dinge abgeschlossen? Nee. Oh. Kann man die Dinger gar nicht abschließen? Das wäre ja, Jetzt kann es natürlich sein, dass die Dinger mit über die Area geschützt werden. Tja. Aber ich glaube, die passen hier vom Gesamtstyle eh nicht hin. Ich würde lieber eher mit solchen Dingern hier gehen. Vielleicht sogar Marmor. Das ist auf jeden Fall zu dunkel. Aber das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Nee. Die Frage ist halt klassisch, einfach nur eine Stahloberfläche oder eine Steinoberfläche. Könnte man schon sagen, Steinoberfläche macht schon mehr Sinn, gell? Oh. Gut. Das heißt, da brauchen wir Holz. Da Holz. Zwei Stück. Dann war das mit einer Marmorplatte. Ach, die muss ich wieder sägen. Wir haben noch gar keine Säge, ne? Muss ich erstmal eine Säge bauen. So, nichts passiert, Leute. So, ich habe mal unsere Säge, die wir gerade gebaut haben, hier hin platziert. Wo kommt der Baumstück her? Packen wir mal da rein. So, hier brauchen wir Marmor. Die Frage ist, was für Marmor braucht man da jetzt?
Das ist ganz normale Marmorblock wahrscheinlich. Eine 16. Platte. Marble Slab, genau, das müsste das Richtige sein. Habe 99 Stück davon genommen. Läuft ja bei uns. Warum so viele? Wie war das? Ich kann das so machen. Nee. Ah. So war das, genau. Kann ich das da anpacken? Und das da anpacken. Voilà. Genau. So. Also ich brauche. Ach, ich bin bescheuert. Dankeschön. Dankeschön. So, wir brauchen jetzt zwei. Haben wir ein paar mehr Marmorplatten, egal, auch nicht weiter schlimm. Oh, das sind hier, ne? Jetzt habe ich 2x5. Was denn? Habe ich immer 2,5. Nehmen wir auch mit dir. So. Dedede. Ah ja. Whatever. Gut. Dann haben wir doch Würfel übrig. Dann packe ich hier gleich mal zwei rein. Dann haben wir die Anzahl an Marmorplatten, die wir brauchen. Und das Rest sind den Würfel. Das ist auch nicht so schlimm. So, das heißt, jetzt kommt. Also, ihr könnt. Damit. So und so. Und die brauchen jetzt noch Schloss davor. Voilà. So. Yeah. Und schon aber eine richtig schöne Küche. Geil. Einzig, was noch interessant wäre, machen wir aber in der nächsten Folge, ist es so ein bisschen Einrichtung, also was wie, ich weiß nicht, Kaffeemaschinen oder sowas. Von daher, mal schauen, ob wir das alles hinbekommen. Ich glaube, Kaffeemaschine gibt es ja auch, ne? Toast haben wir ja schon gesehen. Naja, werden wir sehen. Bis dann.